Ich bin zurück aus dem Krankenstand, also geht's auch hier wieder weiter. Das Weihnachtsgeschäft brummt ebenfalls, also legen wir los. Hallo und willkommen bei Mindfactory. Mein Name ist Marc und ich habe heute für euch das Pure Power 11. Be Quiet hat das Pure Power 10 überarbeitet und natürlich die Nummer erhöht. Dementsprechend prüfen wir mal, ob sich das gelohnt hat. Die Pure Power 11 Serie gibt es wie immer in der CM und der normalen Version. CM steht hier für Cable Management und signalisiert den teilmodularen Aufbau der Netzteile. Bei der CM-Version sind nämlich nur CPU- und Mainboard-Kabel fest mit dem Netzteil verbunden. Alle anderen Kabel können je nach Bedarf angeschlossen werden. Zusätzlich sind die CM-Versionen alle mit einem 80+ Gold-Zertifikat versehen. Dies bedeutet, dass eine Effizienz von über 90% vorliegt. Somit verbraucht Ihr System mit einem Pure Power 11 weniger Strom und spart bares Geld. Die Nicht-CM-Versionen erhalten ab 400 Watt aber ebenfalls das Gold-Zertifikat. Die 350 und 300 Watt-Versionen erhalten den 80+ Bronze-Status. Eine weitere Optimierung wurde bei den 12-Volt-Schienen gemacht. Hier wurden die Komponenten optimiert und zwei separate Schienen angelegt. Dies stabilisiert nicht nur die Versorgung, sondern beugt auch den bekannten Spulenfiepen im Zusammenhang mit aktuellen Grafikkarten vor. Auch der Airflow innerhalb des Gehäuses und vor allem der Lüfter wurde optimiert. Der Name Be Quiet wurde also ebenfalls nochmals unterstrichen, denn die neue Serie ist leiser als zuvor. Das auf Wunsch modulare Design, die Optimierung für aktuelle Grafikkarten, die Multi-GPU-Unterstützung und natürlich der Gold-Status sind hier die größten Vorzüge. Be Quiet hat also alte Standards über Bord geworfen und neue Standards geschaffen. Was haltet ihr vom Be Quiet Pure Power 11? Habt ihr vielleicht bereits Be Quiet Produkte verbaut? Wenn ja, gerne Kommentare dazu in die Kommentarsektion. Vielleicht ist dem einen oder anderen bereits in diesem Video etwas aufgefallen, was anders ist als in den anderen Videos zuvor. Wenn ja, schreibt es unten in die Kommentare. Der erste, der richtig liegt, wird nämlich das Be Quiet Pure Power 11 in der 600 Watt modularen Version gewinnen. Die Auflösung gibt es dann nächste Woche im Video. Wir wünschen euch eine schöne Vorweihnachtszeit und verweisen natürlich wie jedes Jahr auf unseren Adventskalender, der natürlich auch wieder stattfindet. Infos dazu findet ihr unten in der Box. Wir sehen uns dann beim nächsten Video und bis dahin, good luck and have fun!